Moin Leute, herzlich willkommen hier zurück auf NF Marsch in Selbermach-Krimi. Ja, CP und Pressen ist nicht besser geworden. Ich habe die neueste CP-Version mit draufgenommen gehabt. Aber ich weiß auch nicht. Sobald er ans Vorgewende kommt, ne, ist Essig. Muss man ja ganz ehrlich sagen, ist nicht schickifeini. Können die ja wahrscheinlich auch nichts für oder so, aber das ist echt CP-Impressen. Schwieriges Thema, würde ich sagen. Muss man ganz ehrlich sagen. Hier ist ja die letzte Cross-Mission hier, die anderen, die machen wir gar nicht. Wenn wir dann nämlich so ziemlich durch sind, hören wir auch, gehen wir auf den nächsten Ding hinter, ne? Ich hoffe, dass der Text, obwohl wir müssen noch sehen, ne? Vielleicht werden wir noch ein bisschen aus den Produktionen verklappern oder was, ich habe noch keinen Plan. Wie gesagt, ich wollte noch ein bisschen Marsch haben für nächste Woche. Ist jetzt auch nicht das meiste, aber nächste Woche habe ich auch wieder viel mehr Zeit dann zu machen, ne? Aber ich habe mir gedacht, es ist auch mal wieder was anderes, mal wieder selber machen, ne? Ist ja auch mal ganz schön. Wir müssen gleich noch ein bisschen Adikus einfahren. Das wäre ganz sinnig. Das können wir gleich eben noch machen. Dass der die Ballen irgendwie da automatisch da hinfährt, ne? Dass ich den nicht jedes Mal zum Hof schicken muss. Das können wir gleich eben noch fix machen. Ich muss nämlich auch so langsam anfangen zu denken, wie der Uwe mir automatisiert machen lassen, auch wenn ich das nicht gerne mache. Ich bin ganz ehrlich. So habe ich immer noch, wenn ich selber dies mache, das mache, einen Überblick, ne? Aber so langsam kommst du auch in die Gefilde, wo der Überblick auch manchmal sehr nervig sein kann, weil du nichts schaffst. Müssen wir uns nichts vormachen. Und dann stockt es am Hof, weil ich die dann ja immer alle zum Hof schicke. Dann stockt das. Weil der dann nicht aufpasst, ne? Man kennt's, weil du dann ja wieder ganz woanders hängen geblieben bist und nicht bei dem bist, wo du eigentlich sein wolltest. Und deswegen ist es an der Zeit, ein bisschen mehr automatisiert laufen zu lassen. Ich glaube, die Fläche, ne, kaufen möchte ich die noch nicht. Wir brauchen die andere, da kommt Zentrallager hin, ne? Aber wir werden jetzt auch um Fläche nicht mehr drum zukommen, ne? Oder wir müssen sämtliche Rollmissionen mitnehmen. Seht, 187.000, ja, ich habe einen Wagen Hühner, habe ich jetzt weggebracht. Aber das geht ja schon mal, ne? Wir haben einen Viehwagen für Hühner, dass wir den Stall da leerer kriegen, ne? Also ich brauche keine 1000 Hühner, damit die mir da jeden Tag 5000 Liter Weizen vom Kopf fressen. Das ist ja auch nicht Sinn und Zweck der Übung, ne? Die sollen ja eigentlich auch ein bisschen da sein, um sich Reb zu produzieren, damit wir ordentlich Fleisch kriegen. Sagen wir, wie es ist. Ich mag das zwar nicht Hühnerfleisch so gerne, aber jedem das seine, ne? Obwohl gestern Abend, ne, ist es immer noch Dienstag, der 6.12., wo ich aufnehme, ne? Letztens hat Mama mich ja gefragt, sag mal, was würdest du denn ganz gerne mal wieder essen? Du sagst ja nie, was du essen willst, weißt du, dann ist sie immer um rumnörgeln, ne? Hab ich gesagt, weißt du was, Mama? Jetzt ist da auch schon wieder so richtig kühl geworden. Ich hätte mal wieder Hunger auf eine richtig selbstgemachte Hühnersuppe, ne? Da hatte die auch gemacht. Und oh, ein Träumchen, ne? Ich war gestern eh so durchgefroren von der Arbeit, ne? Und dann hatte ich gestern noch so, war noch so ein Rest aus dem riesen Topf über, den habe ich gestern Abend dann noch gekriegt. Ich sag euch, es gibt nichts über eine schöne Hühnersuppe. Ganz ehrlich. Ne? Und wenn dann Mama die noch selbst gemacht hat, du. Träumchen. Ich sag euch, ein Träumchen. Also heider neu, ey. Das hat so richtig lecker geschmeckt. War richtig gut. Bin ich ganz ehrlich, das... Was ist hier los? Keine Dorn. Ah, nee, jetzt stehen die alle wieder rum, ne? Weil Svenny nicht aufgepasst hat. Ich muss zum John Deere. Mit Snakes. Wir müssen auch einen Kurs einfahren. So, Abflug. Hier, das ist von der Silageballmission über, ne? Die lagern wir ein. Aber wir fahren ihm fix mal einen Kurs ein, dass das da auch weiterläuft hier.
Ich habe den einen LKW am Depot am Sägewerk schon stehen, ne, mit Hackschnitzel, um das leer zu machen. Den anderen, sag mal schnell, habe ich zum Depot geschickt, dass wir da erstmal Hackschnitzel rausnehmen, dass die Pelletsproduktion hier jetzt hier so richtig in Fahrt kommt, ne. Hier muss her. Muss laufen, der Lorden. Da geht's ja nicht. Geht nicht an mir jetzt. Ich muss den Uwe noch einholen. Mit. Der hat bestimmt jetzt schon 1000 Spielstunden. Das finde ich auch so krass, ne? Der Uwe hat schon Bilder geschickt. Der hat schon 50 Stunden auf dem Matchmap. Da kann ich ja gar nicht mithalten. Also ganz ehrlich. So, heider nein. Jetzt schon 50 Stunden auf dem Matchmap. Uwe, Uwe, Uwe. Wenn ich 10 habe, bin ich gut. Heider nein. Aber wer da mitmacht, der kriegt einen Preis von mir. Später. Ich habe nämlich was organisiert. Oder ich habe mich um was gekümmert. Nur, dass ihr Bescheid wisst. Ich habe nämlich den lieben Fett angeschrieben. Ja, hab ich doch gar nicht. Was habe ich nämlich gemacht? Oh nee, hier ist ja ein Kurs. Können wir doch hier anbinden, oder? Ach nee, das war ja Rückwärtskurs. Wir müssen hier wieder starten, irgendwie. Oh, das ist jetzt doof. Ich habe den lieben Fett nämlich angeschrieben gehabt. Weil ich mir was überlegt hatte für die Matchmap. Und natürlich wird er das machen, was ich so vorhabe. Es gibt nämlich dann, wie heißt es, eine goldene Kuh mit einem Autogramm vom lieben Fett. Ja, also wer die Matchmap später gewinnt, ey, wir müssen da ja direkt einen coolen Punkt machen, ne? Kriegt was. Nur, dass ihr Bescheid wisst, ne? Also der Svenny hat sich da auch so ein bisschen drum gekümmert. Das hat er gemerkt, ausnahmsweise, ne? Hat den lieben Daniel angeschrieben. Ich sag jetzt einfach den lieben Daniel. Und hab das gefragt, ob er das macht. Und wir sagten, na klar, kein Problem, macht er. Und das finde ich sowas von eine schicke Sache, ne? Dass er dann einfach sagt, ja klar, mache ich. Kein Problem, weißt du? Finde ich richtig cool. So, von da. Nach da. Muss aber ein bisschen. Und dann machen wir von da. No. Da. Okay. Ich brauche die Innenansicht. Also nur, dass ihr Bescheid wisst, ne? Der hat ja gesagt, er macht das, ne? Also es lohnt sich, bei dem Matchmap-Projekt doch mal mitzumachen, ne? Muss man ganz ehrlich sagen. So, hier kriege ich ein Problem. Wie binde ich das jetzt am klügsten an? Wir müssen ja eigentlich von da nach da ein bisschen rum. Und dann müssten wir eigentlich von da nach da. Also, wie gesagt, oh, ihr wisst Bescheid, ne? Auch wenn der mal gut geht. Ich hab's gemerkt. Also es soll nicht euer Schaden sein, dass ihr, wie heißt es da, wenn ihr mitmacht, dass ihr nichts bekommt, ne? So, jetzt habe ich den Dreh raus. Ab und zu ist das nach der Arbeit nicht mehr so einfach, zwei Sachen gleichzeitig zu machen. Ich bin ja ganz ehrlich. Wenn man normal Medikamente kriegt, um sich zu konzentrieren, ist das nicht immer so schickifani, so das hab ich. Wir müssen den wieder losschicken, ne? Wir müssen auch gleich nachgucken, wie viel wir schon da haben. Hoffentlich kommen wir hier noch rum. Ich glaube, ich muss auch mal wieder Diesel kutschieren. Weil, oh,
Boah, ist es laut hier. Aber ich würde ganz gerne noch eine Rutsche Milch auch zum Füsselimittel machen, ne? Wir müssen ja auch mal einen Kurs noch einfahren. Aber das machen wir später. Jetzt muss das erst noch so laufen. Du wolltest da lang fahren, oder was? Bist du doof? Was machst du? Eine Ehrenrunde, oder was? Kollege? Du willst mich doch gerade echt verhohne piepeln, oder? So, so ein bisschen für Schaukelinski, ne? Svenny live oder so, ist ja kein Problem, ne? Die Birke muss ich dann wegräumen, ne? Den Fendt müssen wir auch mal wieder zum Hof holen. So, aber du kannst jetzt arbeiten. Danke. Komm, wir fahren eben durch den Kuhstall. Ist also ziemlich seine letzte Fahrt jetzt hier, ne? Von den Güllebomben. Oh, nee! 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 Nein! Das glaubt mir doch keine Sau. Schickram, wir müssen eben aussteigen. Ich muss den rückwärts rausziehen. Ich kann nicht jetzt den Drehschemel hier zurückziehen. Da habe ich gerade nicht so eine... Hier kommt das nehmen wir als Bild. Malheur im Stall. Schickram. Hey, das kann man leider nur mitkriegen, wenn man die Folgen bis zum Schluss guckt, ne? Weil dieses Ding soll eigentlich jetzt weg, was dahinter hängt. Das verkaufen wir. Es kann auch sein, dass der Mock jetzt mit weggeht. Wir haben jetzt den Volvo da. Obwohl ich mit dem Mock immer noch so ein bisschen, ja, weiß ich noch nicht. Dann darf ich mir, kannst du von hier aus zum Fahrzeug hin? Wir müssen eben den Yonder wegräumen, ne? Ah, Drama, Drama, Drama. Weil was sollen wir immer mit dem ganzen Gemüse, wenn wir es doch nicht brauchen, ne? Die Betriebskosten, die sind einfach dann zu hoch. Ich mag den Mock total. Also ganz ehrlich. Aber im Moment haben wir echt wieder mehr Maschinen rumstehen, die wir sie brauchen. Ist doof. Okay, später werde ich sie bestimmt wieder alle dazu kaufen, weil sie mir fehlen. Aber im Moment ist echt Müll. Und da müssen wir Abhilfe schaffen. Das geht so nicht. Gärreste und so können wir alles mit dem großen Fass und dem Volvo demnächst hier durch die Gegend schaukeln. Da brauchen wir kein... Er fährt tanken oder was? Er hat... Nee, ist doch fertig. Ist er nicht fertig? Ich bin gerade überfrocht. Frocht mich nicht. Komm hier, eben die Ballen weggesucht. Das ist schlimm mit mir, oder? Jetzt sag doch mal ganz ehrlich, manchmal ist das so schlimm mit mir, ne? Sind wir so viel Heu hat das hier gegeben, oder was? Willst du mich verhungern, People? Du willst mich doch verhungern, People? Das hat doch gar nichts gegeben hier. Da fehlen noch Bellekes oder so. Soll ich euch mal ein Short von Patische hochladen? Sagt mir, Patische, der antwortet dir, wenn du mit denen redest. Kann ich euch zeigen. Könnt ihr euch so ein Short von Patische hochladen. Weil Shorts sind ja wohl voll in der letzter Zeit, wä? Irgendwie ist das an mir aber vorbeigegangen. Patische, man sagt zu dir moin. Hm. Also, wo musst du eigentlich hin? Komm, wir stellen dich mal eben auf die Straße.
Irgendwo musst du jetzt hin. Alter, nein, das läuft hier schon wieder Premium. War ein paar Tische? Ja, ja. Du kommst. Ne, jetzt muss das zu unserem Fermenter. Ich krieg einen Föhn. Komm, dann fordert jetzt erst zum. Oh, können wir ausprobieren. Ich muss da unser Heu reinschmeißen. Jetzt habe ich keinen Schlepper. Jetzt liegt er auf der Seite. Ich kriege hier heute echt einen Affen. Was hast du denn gemacht? Kannst du mir mal verraten, wie du das hingekriegt hast? Das musst du mir mal verraten. Alter, nein. Also, das ist ja mal... Wie hat er das geschafft? Jetzt bin ich wieder hier nicht, wo ich nicht hin will, ne? Das war doch fertig da gerade, oder bin ich blöd? Everton, ne? Für die letzten 5 Meter wahrscheinlich. Top-Häcksler. Kann tanken fahren. Fährt. Läuft. Zwar eine kleine Arbeitsbreite, aber egal. So, Leute. Das mache ich später. Was macht er denn jetzt? Jetzt fährt er dem Häcksler hinterher, ne? Der ist so mein Name. Der fährt jetzt komplett den Häcksler hinterher. Jetzt hat er den wieder gefunden, jetzt sucht er den. Und stellt sich gleich mitten in den Weg. Weil er so... Nee, fährst du an der Seite? Das ist ein Phänomen, ne? Der brackelt jetzt die ganze Zeit dem Häcksler hinterher. Pass mal auf. Er fährt kreuz und quer sonst wohin. Das kann es nicht sein. Nee. Hey, müssen wir den Yonda gleich nehmen. Aber liebe Leute, wir gucken uns das noch an. Und dann sage ich erstmal danke für heute. Das hinhaut. Ich muss das Heu jetzt anders umfahren, aber ich wollte jetzt auch gleich Feierabend machen. Für heute. Ich freue mich auf Pommes und Bratwurst gleich. Auf den letzten Arbeitstag freue ich mich morgen, ne? Kann ich nochmal reinklotzen. Weil es ja anscheinend sonst keiner hinkriegt. Ist Heu voll? Nee, ne? Alter, nein, es kann's doch nicht sein heute. Ist Heu voll? Nee, jetzt ist das Lager voll. Ich krieg einen Föhn. Aber liebe Leute, ich sag jetzt echt erstmal danke fürs Zugucken bisher. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich echt über ein Däumchen freuen, bin ich ganz ehrlich. Und wenn es euch gefallen hat, hier auf dem Chaos-Kanal, und ihr wollt nichts mehr verpassen, dann würde ich mich ja echt über ein Abo freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!